habe ich die Schlössers hier vor mir. Hallo ihr zwei. Ihr hattet ja gerade euren Auftritt hier bei der Schlagerparty. Wie geht es euch jetzt? Jetzt geht es uns sehr gut. Es war richtig geil. Das Publikum hat gut mitgemacht. Es war richtig gut was los. Also wir hatten richtig Spaß. Sehr gut. Und wir haben ja heute Faschingsfreitag. Ich meine, normalerweise tretet ihr auch immer richtig bunt auf. Seid ihr richtige Faschingsmenschen? Ja, also ich schon, meine Familie, das sind Kölner, ich habe das so ein bisschen im Blut. Das ist leider ein Herner, da ist nicht ganz so viel Fasching im Blut. Ich feiere jeden Tag, das ist das Problem. Ach so, ja gut, aber du kriegst es dann trotzdem gut hin, dass er immer mit zu den Veranstaltungen geht und zu den Sitzungen, oder? Auf jeden Fall, ich schleife ihn einfach mit, da muss er durch. Ja, sehr gut, sehr gut. Gibt es denn bei euch irgendwie so neue Projekte oder eine neue Single? Was ist denn da so 24 bei euch los? Erzählt mal. Ja, wir hoffen einfach, dass 24 ein richtig geiles Jahr wird. Wir haben jetzt vor 2 Tagen unseren Song rausgeworfen. Ein tolles Produzententeam haben wir da gar und Komponisten, Texter. Wir haben den Song gemacht, Scheißegal, wir feiern überall. Und den haben wir heute hier präsentiert. Und man hat es gesehen, die Leute, die sind richtig geil abgegangen. Das wird ein Mallorca-Knaller werden. Ja, mega. Das heißt, ihr fliegt jetzt demnächst nach Mallorca? Ja, sind wir tatsächlich. Ende Mai sind wir auf jeden Fall dort, genau. Und dann schauen wir mal, was alles uns dieses Jahr erwartet. Wir lassen alles auf uns zukommen, weißt du, weil wir einfach sagen, das muss nicht sein, aber es wäre geil, wenn es so sein muss. Definitiv. Ballermann, die kommt dann, ne? Ja, das wäre natürlich schon hart, dass wenn wir das noch erleben, mein Gott, das wäre ja der Knaller. Aber warum nicht? Da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Und wenn ihr jetzt so zu den Auftritten geht, habt ihr denn da schon irgendwelche Rituale oder Vorbereitungen, bevor ihr auf die Bühne rennt? Das ist aber nichts so. Carsten, sag du da mal was. Was ist denn unser Ritual? Wir haben ein paar Getränke als Ritual, aber ansonsten fällt mir nichts ein. Okay, gut. Also, es ist halt so, Britta. Früher, ich sag immer, Dieter Tomasek ist ohne Wacholder nicht auf die Bühne gegangen. Bei uns muss es wenigstens ein Obstlerform-Auftritt sein für die Beruhigung. So, und dann ist es noch. Ne? Dann passt es schon. Ja, perfekt. Also danach einfach auf die Bühne und los geht's und Party. Natürlich, Party auf jeden Fall. Klar. Echt mega. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an euch. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Oh, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das würde ich mir wünschen. Das wünsche ich mir jetzt heute nicht, weil ich sehr starke Rückenschmerzen hatte. Aber mein Wunsch ist eigentlich, dass wir jeden Tag weiter so genießen dürfen, wie wir es bis jetzt haben. Und dass wir einfach gesund bleiben. Das ist für dich. Ich dachte jetzt eher, du wünschst eine neue Hüfte oder so. Nein, ich glaube, das ist ein Ischiasnerv, den ich brauche, neun oder so. Da wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall gute Besserung, dass es ganz schnell wieder besser wird. Und ja, bedanken uns ganz recht herzlich für das kleine Interview. Und ja, wünschen euch noch ganz viel Spaß und nachher eine gute Heimfahrt. Ja, wir danken dir. Wir danken dir, wir danken euch. Dankeschön. Danke. Bis dann. Ciao, bis demnächst.